Peace, Leute. Willkommen bei meinem ersten Video. Worum es geht, habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Und zwar werden wir eine SD-Karte so vorbereiten und ein Skript draufschreiben, dass man bei der Canon EOS M100 einen clean HDMI-Output bekommt. Und damit fangen wir jetzt an. Okay, let's go. Als erstes packen wir mal die SD-Karte in den Kartenleser vom Rechner. So, ja, die sehen wir jetzt hier. Die werden wir jetzt erstmal formatieren. Und zwar entweder FAT 32 oder FAT 16. Zumindest habe ich das so rausgefunden, dass das nur in diesen beiden Formaten geht. Zum Beispiel mit dieser hier, das ist eine 64 GB SD-Karte. Da kann man nur in diesem Format formatieren, XFAT. Dann kann man die Karte nicht vorbereiten, um ein Skript damit zu benutzen. Ich habe jetzt hier eine 1 GB Karte drin und für meine Zwecke reicht das auch voll und ganz, weil ich will nur zum Beispiel zum Stream oder als Facecam die Kamera benutzen. Aufzeichnen tut sowieso der Rechner, also ist egal, wie viel Speicherplatz die Karte hat. Die ist jetzt nur dafür da, um dieses Skript zu aktivieren, damit ich einen clean HDMI-Output habe. Ich habe das jetzt mit Absicht hier nicht gemacht, also ihr seht ja das Kästchen um mein Gesicht. Ich kann auch mal gerade durchschalten durch die Overlays. Also das hier ist eine Möglichkeit, dann gibt es noch das, da sieht man, wie die Kamera eingestellt ist. Und dann noch hier Belichtungskurve oder so müsste das sein. Und das ist halt das Wenigste, was geht. Ne? Aber das werden wir jetzt ändern. Und zwar ja, fangen wir direkt an. Dateisystem FAT 32. Alles klar. So, dann Größe der Zuordnungseinheit. Da habe ich einfach Standardgröße genommen. Und dann starten. Dann drücken wir auf OK. Warten wir kurz. Und dann war es das auch schon. Formatieren abgeschlossen. Ganz wichtig, sollte eigentlich klar sein, wenn ihr noch irgendwelche Daten auf der Karte habt, die ihr nicht verlieren wollt, dann sichert die vor der Formatierung. So, was machen wir jetzt? Jetzt werden wir dieses Programm hier benutzen. Dieses Programm EOS Card erkennt direkt eure Karte im Kartenleser. Wenn ihr natürlich mehrere Karten irgendwie am Rechner angeschlossen habt, dann wählt bitte hier die richtige aus. Ja, alles was ihr hier machen müsst, ist einmal auf Script klicken, also hier ein Häkchen setzen. Und die anderen Sachen braucht ihr alle nicht. Die anderen Sachen sind dafür da, um die SD-Karte bootfähig zu machen, falls ihr so eine Custom-Firmware oder sowas draufziehen wollt. Also dieses Magic Lantern ist zum Beispiel eine Custom-Firmware. Dieses CHDK, ich weiß nicht, ob man das auch Custom Firmware nennen kann. Auf jeden Fall sind das beides Möglichkeiten, um viel mehr aus der Kamera rauszuholen, als von Werk aus möglich ist. Das brauchen wir aber nicht. Wir wollen nämlich nur Skripte benutzen. Mal davon abgesehen, jetzt hier am 4.2., wo ich das Video mache, gibt es auch noch keine Version von CHDK, die für die Canon EOS M100 passend wäre. Also das geht sowieso nicht. Und Magic Lantern, das benutzt man bei den Spiegelreflexkameras von Canon, glaube ich. Will ich aber gar nicht zu tief jetzt in die Materie eintauchen, weil ich ja nämlich gar nicht so viel Ahnung von habe. Eigentlich gar nicht. Okay, ja, let's go. Script. Wir drücken hier einfach nur auf Save und das war's schon. Jetzt steht hier unten Write Successful. Ich hatte bei meinen ersten paar Versuchen irgendwas falsch gemacht und musste das Ganze ein paar Mal machen. Deswegen habe ich mir einfach, um sicher zu gehen, dass diese Karte jetzt soweit prepared ist, um ein Script draufzuziehen, noch ein Programm geholt, das nennt sich HXD. Den Link packe ich euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung von allen Sachen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf und öffnen unsere SD-Karte. Das können wir ruhig hier schreibgeschützt öffnen. Und jetzt gucken wir hier bei Sektor 0. In der untersten Zeile, wenn hier Script steht, dann hat alles funktioniert. Dann hat EOS Card seine Arbeit gut gemacht und wir können jetzt auf die vorbereitete SD-Karte unsere Skripte ziehen. Was machen wir dafür?
Erstmal brauchen wir zwei neue Textdokumente. Ich habe auch beides schon einmal hier, weil ich das natürlich schon mal gemacht habe. Aber wir werden das jetzt nochmal zusammen machen. Was in diese Textdokumente reinkommt und wie ihr die benennt, das seht ihr erstmal hier. Ich werde es aber auch in die Videobeschreibung packen, dass ihr das einfach nur copy und pasten müsst. Ja, das machen wir jetzt hier nicht. Ich schreibe das jetzt direkt hier ab, beziehungsweise doch, ich werde es auch copy und pasten. Erstmal das eine Textdokument, ja, umbenennen. Und zwar extent.m. Jetzt sagt er uns hier Dateinamen, Erweiterung, möglicherweise unbrauchbar. Da drücken wir auf Ja. Dann brauchen wir noch diesen Dateinamen. So, hier auch nochmal auf Ja drücken. Was ganz wichtig ist, dass ihr die Dateinamen-Erweiterung aktiviert habt. Weil sonst, wenn ihr die Datei umbenennt, dann benennt ihr wirklich nur den Namen von der Datei um und nicht den Dateitypen. Ne? Also hier unter Ansicht, Dateinamen-Erweiterung, ein Häkchen setzen und dann kann eigentlich nichts schief gehen. So, jetzt werde ich einmal bei extent.m den Text hier kopieren. Also ich kann euch das jetzt mal groß machen. Das ist auf jeden Fall das Skript, was wir brauchen, damit wir einen clean HDMI-Output bekommen. Das kopieren wir uns einfach und fügen es hier bei extent.m zack, ein. Können wir jetzt schließen und speichern. Dann machen wir dasselbe bei script.rec. Das ist gar nicht so viel. For DC Script Disk. Ja. Was das genau heißt oder so, das kann ich euch nicht sagen. Oh. Ne? Schließen, speichern und das war's auch schon. Jetzt werden wir diese beiden Dateien einfach auf die SD-Karte ziehen. Und das war's auch schon soweit. Die SD-Karte können wir jetzt sicher vom PC trennen, auswerfen. Hardware kann jetzt sicher entfernt werden. Jetzt nehmen wir die mal kurz raus. So, diese Karte kann jetzt in die Kamera rein. Das werde ich jetzt mal machen und nehme euch da einfach mal mit. So Leute, da sind wir. Wir werden jetzt erstmal die Kamera ausschalten. Dann werden wir einmal kurz hier den HDMI-Stecker entfernen. Dann machen wir hier einmal die Klappe auf. Die Karte raus, die Karte rein. So, was jetzt ganz wichtig ist, wir starten jetzt nicht die Kamera, indem wir hier oben auf den On-Off-Knopf drücken, sondern wir starten jetzt die Kamera, indem wir hier diese Wiedergabetaste drücken, ne? Diesen Wiedergabe-Button. So, jetzt steht hier kein Bild vorhanden. Ja, die Karte ist auch leer. Jetzt ist das Skript noch nicht aktiviert. Das tun wir, indem wir einmal die Set-Taste drücken. So. Und jetzt können wir aus dieser Vorschau rausgehen. Und jetzt sehen wir schon das Ergebnis so grob. Packen erstmal wieder den Micro-HDMI-Stecker hier rein. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen wackelt. So, ja Leute, wie ihr sehen könnt, gibt es kein Kästchen mehr um meinem Kopf. Ne? Also, und trotzdem ist der Autofokus aktiviert. Na, ich kann ja mal hier rangehen. So, vor, zurück. Die Kamera hat jetzt einen clean HDMI-Output. Diese vier Overlays, durch die wir eben durchgeswitcht haben, das werden wir jetzt mal gerade machen. Na, also, das hier ist noch ganz normal, so wie man es kennt. Und die anderen drei, so 1, 2, 3, die sind alle clean. Ja, und das ist einfach der Hammer. Die Canon EOS M100, ich finde die mega geil. Ich habe mir die letztens gekauft, war total begeistert. Die war erstens im Angebot, richtig schön günstig. Macht nice Bilder, aber was mich gestört hat, ist eben, dass man keinen clean HDMI-Output hat. Also wäre sie so gesehen zum Streamen oder als Facecam eigentlich unbrauchbar, weil man eben nicht immer diesen Kasten im Gesicht haben will. Ja, mit dieser einfachen Möglichkeit, wenn man es weiß, einfach, ne? Wenn nicht, ja, also wirklich, ich habe bestimmt 1,5 Wochen nach einer Möglichkeit gesucht und war auch schon kurz vorm Verzweifeln. Und ich hoffe echt, dass ich mit dem Video ein paar Leute, die auch diese M100 haben,
dass ich denen helfen kann. Vielleicht habt ihr ja auch vor, die M100 als Facecam zu nutzen oder generell irgendwie zum Streamen. Ne? Man kann natürlich jetzt auch diesen Clean HDMI-Output am Fernseher benutzen oder einfach so wie ich über den Elgato Camlink, um aufzuzeichnen. Ja, Leute, das war mein erstes Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge für mich habt, dann lasst es mir gerne in den Kommentaren da. Ich werde es mir definitiv durchlesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da. Da würde ich mich echt freuen. Und ich würde sagen, Peace out, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc.